Guten Morgen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte eine neue Palette mit euch zusammen testen und zwar habe ich so richtig Bock, einen herzigen Look zu schminken. Ich habe auch gestern meinen neonorangenen Nagellack mal abgenommen, vorgestern. Es war ja furchtbar und finde, das ist ziemlich herbstig und mit diesem Orange und mit diesem Grün. Ich finde es zwar irritierend, dass das metallisch ist, ne, für den Kopf, weil das irgendwie alles gleich aussieht an den Tönen, aber ich glaube, man kann es ganz so gut erkennen, dass es viel grün ist und so ein bisschen dunkel und ja, einfach so herbstig. Das ist die Juvia Place de Tribble by Juvias. So. Ich habe nicht die besten Voraussetzungen heute, muss ich sagen. Aber wir versuchen einfach unser Bestes zu geben. Ich habe irgendwie ein geschwollenes Auge die letzten 3 Tage gehabt und da habe ich mich auch nicht gerichtet. Ich hoffe, man sieht das noch, aber es ist gerade am Verheilen und irgendwie komme ich nicht aus dem Puschen bei diesem Kackwetter. Ja. Und habe gedacht, ich mache mich mit euch fertig. Und zwar möchte ich irgendwas machen. Ja, die Palette austesten auf jeden Fall. Ich gehe einfach mal. Ja, das ist ein ziemlich schönes Orange, denke ich mal. Orange. Kürbis, Kürbis. Oh ja. Ich hoffe, es reizt natürlich mein Auge nicht noch mehr. Aber ich habe einfach keinen Bock. Ich komme einfach nicht. Ich bin sehr unmotivierend. Das wird auch nicht mein einziger Look sein. Das wisst ihr ja. Ich mache mich jetzt damit nur ein bisschen so zurecht. So ein bisschen kürbismäßig. Ich finde ja Lidschattenlotto ganz cool von den Paletten her, wenn man das so palettentechnisch macht. Das wäre ich auch. Ich wollte auch nach Blumen gehen, nach Obst und Gemüse oder sowas, dass man einfach da ein bisschen kreativer wird, weil ich einfach manchmal keine Ideen habe. Ja, tatsächlich habe ich manchmal keine Ideen. Da möchte ich dieses, ja, ein bisschen so Durchfallbraun benutzen. Ich hoffe, ich bereue es nicht gleich. Guck mal, ob ich auch irgendwas Sauberes habe. Es ist schon so ein grünbraun. Oh. Bin ich jetzt in den Lidschatten reingedätscht, habe ich ein Bärtchen. Bei der Juvia's Place Palette ist es manchmal. Ich habe jetzt schon die dritte, sage ich mal. Schwierig. Mal hat es mir gefallen, mal nicht. Ich weiß es auch noch nicht, ob ich was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein. Ja. Aber im Moment sieht das ganz gut aus. Es ist wie ein. Es ist, ja genau, so ist die Farbe. Es ist eigentlich eine Farbe, die man sonst nie so hat. Es ist wirklich so Durchfall, schon ziemlich erkältetes Braun, weil da noch Grün dabei ist. Also ein grünstichiges Braun, Orange, irgendwie sowas. Ja. Aber eine wunderschöne Palette, die ich so einfach noch nicht kenne von den Farben her. Ja, es gibt tatsächlich Paletten, die bisschen kreativer sind als manch anderer, die einfach dieselben Farbschema benutzen. Und ich habe immer noch so ein trockenes Lid. Ich glaube, ich habe mich sozusagen wie so ein Rasierbrand bekommen. Ja, es passt eigentlich ganz gut zusammen. Es sieht, macht mich ein bisschen kränkig, aber so ist es gerade einfach, weil ich ja noch nichts drauf habe. Ich benutze heute mal kein Alkohol zum Reinigen meines Pinsels, weil es eben überreizt ist und sprühe auch nichts an. Man sollte es wahrscheinlich komplett lassen. Aber wir lassen es heute nicht so.
Aussehen fällt es fast gar nicht mehr auf. Es war viel, viel schlimmer. Es geht jetzt einfach zu und gut ist. Ich zeige euch einfach dann das Auge. Ja, dann würde ich sagen, oh, das sind so schöne Schimmerfarben. Dieses hier, das ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Oh, die ist ein bisschen so grünlich. Passt perfekt. Wirklich. Das sieht man, finde ich, nicht so, aber da ist das Shift. So. Ich habe gerne irgendwas im Augenwinkel, was mich so ein bisschen ploppen lässt. Ne? Und dann möchte ich unbedingt dieses Orange ausprobieren, was mega gut pigmentiert wahrscheinlich ist. Ich weiß, bei der letzten Palette ist viel gekrümelt. Heute geht's eigentlich. Richtig geiler Herbstlook, würde ich sagen. Richtig Kürbis und Karottis. Und ich freue mich einfach auf die Zeit. Ich mag den Herbst total. Ich bin wirklich. Ich habe heute auch einen Look gesehen von der Mrs. Paint Pot. Die hat so ein Ocker-Orange-Gelb benutzt. Das sieht auch ganz, ganz toll aus. Und ihre Haarfarbe passt so perfekt dazu. Ja. Ich mag die Paint Pot Dame sehr gerne. Die Adriana. Auch ein toller Name. Glaube ich. Adriana heißt sie, glaube ich. Ja, soll ich sagen? Shane, Isis. Ich würde auch sagen, wir kommen einfach erstmal zu der Base. Ich schaffe mir jetzt einfach mal eine Basis. Nimm so ein bisschen, was runtergefallen ist, einfach ab. So viel ist es gar nicht. Schaut mal, das ist das hier. Das geht. Es ist vollkommen okay. Mein Primer benutze ich wieder. Ist immer noch was drin. Ich benutze ihn. Ich vergesse ihn. Wenn es zu heiß ist, vergesse ich ihn. Dann brauche ich gar keinen Primer. Dann brauche ich einfach irgendwas, was ewig lange hält. Wenn ich so rausgehen würde, ohne Foundation, würde das mir, meine Haut würde viel zu unruhig sein für dieses Augen-Make-up. Das würde mir überhaupt nicht gefallen, denn ich mag nicht, wenn das so, ja, dass die Farben sich in der Haut irgendwie widerspiegeln. Weil ich eben Sommersprossen, dann habe ich Verbrennungsdinger, sage ich mal, von der Sonne, von damals noch. Deswegen ist auch alles hier so geplatzte Äderchen. Da habe ich hier so ein Bärtchen, ja, von der Sonne und. Das gefällt mir einfach nicht. Deswegen benutze ich Foundation. Ja. Und da benutze ich zwei. Eine, die ich jetzt gerade einfach versuche mit aufzubrauchen, weil ich die toll finde. Aber von der Farbe her passt sie nicht ganz so zu mir. Die 128 ist mir einfach zu orange. Ich benutze einen kleinen Pumper davon, von der 24 Stunden Stay All Day Make-up von Catrice. Und dann gehe ich. Ja. Dann mische ich die zwei und dann habe ich eigentlich die perfekte Foundation-Farbe vor mir. Es muss gar nicht bei mir so abgedeckt sein. Ich möchte einfach nur so eine etwas ebenmäßige Haut haben. Darauf bin ich eigentlich aus. Ich möchte den Tag über, kann ich auch etwas an Foundation verlieren. Das ist mir jetzt nicht so wichtig, sage ich mal. Wenn das dann am Ende des Tages nicht mehr ganz so aussieht wie vor 24 Stunden irgendwie so. Dass das Make-up aber mal auf jeden Fall 6 Stunden einfach so hält, wie es ist. Das ja, aber das Ende des Tages muss es nicht für mich an perfekt sein, sondern einfach so leicht halt abgedeckt. Gestern war ich so matt. Ich war so fast schon ziemlich cakey, wenn ich mich im Gesicht angeguckt habe. Weil einfach, ja, zu viel abgepudert und dann sah ich halt einfach trocken aus. Und so viel habe ich gar nicht gestern geschwitzt, was mich gewundert hat. Naja, waren auch nur 13 Grad oder sowas. Vielleicht auch 20. Aber da schwitze ich noch nicht. So, seht ihr, was ich meine? Das ist dann gleich so ausgeebnet und dann kommt auch das Augen-Make-up richtig raus. Denn wenn ich mich, wenn ich mein Gesicht gar nicht schminke, schminke ich meine Augen meistens auch nicht. Weil ich finde einfach, das sieht nicht so schön aus. Ich würde tatsächlich, wenn man mich fragt, ob ich auf Augen-Make-up verzichten könnte, ja, könnte ich durchaus mal so eine Woche. Aber auf mein Gesicht, ich finde. Ja, irgendwie Gesicht und Augen, das macht schon viel aus. Gesicht und Augenbrauen meine ich. Von daher. Als Primer hatte ich gerade eben meinen Lieblingsprimer von Essence benutzt. Ich hoffe, ihr seht es auch. Den hatte ich ja nachgekauft,
Und ich bin schon ein Drittel damit durch, weil ich den wirklich tagtäglich benutze in den heißen Tagen. Weil ich den so gut finde. Schwierig, ich hätte das mit dem Innenwinkel erst danach machen sollen, nachdem ich Foundation aufgetragen hätte, habe, weiß was ich. Catrice Camouflage. Da trage ich mir das auch mittlerweile nicht ganz so nah am Auge auf. Weil ich finde, man verblendet das lieber ein bisschen dünner ans Auge ran. Dann kann da auch schon mal gar nicht so viel kriechen. Und die meisten Rötungen und Verfärbungen habe ich halt einfach normal auf den Wangen. Also jeder muss mal für sich gucken, was er nicht so toll findet und was er dann einfach, ja, verschönern möchte, sag ich mal. Einfach das, was man einfach hat, damit arbeitet am besten. Das macht ja eigentlich jeder, der sich so ein bisschen schminkt. Ich finde, klar, eine OP wäre vielleicht das Einfache, manchmal, aber auch das Teurere. Nicht jeder möchte auch unters Messer, was ich auch gut verstehe. Und man kann auch mit Schminke viel machen, ja. Es hält zwar kein Leben lang, aber es ist durchaus sehr effektiv. So, jetzt arbeite ich einfach noch nach, wenn was flöten gegangen ist. So, dann gehe ich nochmal in das Braun rein und trage mir das hier hinten nochmal so ein bisschen auf. Und das macht auch gar nichts, wenn die Farbe da drauf ist, weil ich meine, im Endeffekt haben wir die ja auch schon benutzt. Und dann gleicht sich das so ein bisschen aus. Es sieht echt kürbismäßig aus. So, ich nehme mir einen sauberen Pinsel und versuche hier nochmal die Kanten schöner zu machen. Ich wirke gerade bei dem Aua hier, was ich habe, einfach mit Pinatencreme. Das ist eigentlich fürs Ärschle, wenn man so ein bisschen wund ist. Und hier helfe ich mir mit Augencreme. Ich habe einfach in der letzten Zeit, denke ich mal, zu viel mit Kosmetik gemacht, dass ich zu überreizte Augen hatte, weil ich einfach so viel mich geschminkt habe. Ja, so sieht es nämlich aus. Ich benutze mein Puder, was auch nicht gerade so schön ist. Aber ja. Mit einem großen Puderpinsel. Oh, ich liebe diese BH Cosmetics Puderpinsel. Man kann da wirklich schön dünn, aber doch gleichmäßig Puder auftragen. Ganz wenig unter die Augen, das was einfach vom Pinsel übrig Am bleibt. besten noch nicht über die Augenbrauen gehen, weil sonst gleitet der Stift nicht so. Ja, da habe ich noch einen Kandidaten. Unglaublich, wie lange haltbar. Ich glaube, wenn man drei Stifte davon hat, dann hält das wirklich, wirklich ein ganzes Jahr. So, und der Stift ist wirklich gut. Also. Der ist nicht zu weich und nicht zu hart. Also manchmal ist er schon etwas härter. Das ist so die erste Schicht, wenn man dann mit der Haut im Kontakt ist, durch diese Wärme, die die Haut einfach hat. Und man sieht einfach gar nicht, dass man ihn benutzt hat. Das ist der pure Wahnsinn, du. Dann nehme ich so eine Bürste und bürste einfach so ein bisschen. Ja, manche Sachen sind ein bisschen fleckiger, so dass man nicht unbedingt diese einzelnen Striche sieht. Und kämme meine Augenbrauen so ein bisschen hoch. Die wirkt jetzt auch ein bisschen dunkler. Weiß nicht, ob die auch ein bisschen. Puder macht immer so ein bisschen trockenes Hautfinish. Dann möchte ich mit dem wunderschönen Orange hier ein bisschen weitermachen. Das ist wirklich ein schönes Schimmerorange. Man sieht es auch ganz gut. Ich glaube, so ein Orange gibt es auch in der OPV-Palette. Können wir ja gleich mal nachschauen. Ist auch eine. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich meine Zehen oder meine Herbstpaletten aus der Drogerie oder meine Herbstpaletten von High-End-Bereich, habe ich ja auch schon ein paar, worauf ich mich einfach freue, dass der Herbst einfach da ist. Wenn man einfach so viel machen kann im Herbst,
Da ist nicht so viel, ja, da ist es nicht so heiß und verschmilzt nicht gleich. Ich würde gerne nochmal in dieses helle etwas gehen und nochmal so meinen Im-Winkel ein bisschen verschönern. Das ist eine ganz außergewöhnliche Farbe, finde ich. Ein bisschen mit Natasha Denona zu vergleichen. Dieses grün-gold changierende. So. Und das Grüngold könnten wir uns eigentlich hier auch so als 3D-Effekt in die Mitte setzen. Ganz leicht. Ja, hallo Kürbiszeit, würde ich sagen. Mit der Palette bin ich eigentlich durch. Durch. Ich benutze den braun-grünen nochmal und gehe mir so ein bisschen hier hinten hin, damit das einfach alles zusammengehört. Kennt ihr das eigentlich, was ich mache? Ich bin schon begeistert von dieser Palette. Das gab schon mal, diese Juvia's Place Palette war ich nicht ganz so angetan. Das hat mich ein bisschen gestört, wie es dann aussah. Und hat mich genervt, dass es nicht gleich funktioniert hat. Deswegen, es gibt einfach Paletten, die sollte man einfach lassen. So. So. Dann würde ich sagen, brauchen wir auf jeden Fall auch einen Eyeliner. Da ist eigentlich mein Liebster hier, der Super Liner von Essence. Der heißt Super Precise Eyeliner. Und ich zeige euch auch mal, warum. Denn er kommt mit einem ganz, ganz dünnen Pinselchen, das super präzise, manchmal kann ich 2 Lidstriche ziehen, so dünn ist er. Und ich versuche jetzt einfach mal einen dünnen Lidstrich zu ziehen, während ich hier... Man könnte auch mit dem braunen, mit einem braunen Lidschatten oder mit einem braunen Liquid Liner ein Lidstrich ziehen, passt, denke ich, auch gut in die Herbstzeit. Ich brauche auf jeden Fall etwas, wo meine Augen dann nicht so krank aussehen. Und ich finde, da ist einfach ein schwarzer Lidstrich das A und O. Ein bisschen, muss ich sagen, hat mich die Paintpot heute inspiriert, so einen herbstigen Look zu machen. Ich bin schon herbstig eingestellt und meine Lieblingsjahreszeiten sind halt nun mal der Herbst und der Frühling. Da blüht alles so schön und im Frühling, im Herbst gehen die Blätter so weg und der Sommer war so heiß im Süden. Und man freut sich einfach wieder, sich zu schminken. So. Und vielleicht könnt ihr das auch erkennen, dass ich einen ganz, ganz feinen Lidstrich ziehen konnte, ohne dass ich mein bewegliches Lid zu viel Platz weggenommen habe. Manchmal schaffe ich das einfach nicht, so einen dünnen Lidstrich zu ziehen und dann sieht man eigentlich nichts vom Augen-Make-up, dann hätte ich auch eigentlich nichts machen können. Ich benutze einen Bronzer jetzt einfach und dann gucke ich mal. Ich habe nämlich irgendwas, was ich gerne benutzen würde als... Ich finde den so, so schön. Der hat so einen leichten Spiel. Das wirkt dann gar nicht so cakey durch diesen Becker-Bronzer. Seht ihr, wir hätten heute noch ein paar neue Produkte testen können. Low Kit testen wir heute nochmal. Also ich teste ja nicht nur einmal und sage, oh, das ist voll kacke. Sondern ich benutze schon des öfteren mal. So, ich hätte gerne sowas Orange-mäßiges, aber etwas... Oh, wir benutzen den von L'Oreal. Den hat mir, glaube ich, meine liebe Niki zugeschickt. Le Blush, ich bin mir nicht ganz so sicher. Die 150 ist ein wunderschöner Rosenholz, alt... Ich finde den perfekt für den Herbst. Er ist eigentlich, ja, ein Rosenholzton, gar nicht so orange. Aber das muss es ja dann auch gar nicht. Wir versuchen das gleich mal irgendwie. Für die Lippen habe ich noch keine Ahnung. Lip Liner technisch weiß ich schon. Aber keine Ahnung. Diese Palette ist toll. Ich finde sie wirklich, wirklich schön. Die hat wirklich tolle Highlighter drin. Bis auf den dritten hier oder den... Ja, den dritten. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, irgendwie. Der ist mir einfach zu, mit einem Unterton zu grauschig. Dann benutze ich einfach mal den hier und mische den mit dem hier. Guck mal, was passiert.
so bronzy und passt ja auch super in den Herbst, nicht? Ein bisschen helles auf die Oberlippe. Ich sollte mal meine Wimpern tuschen, dann sieht man schon mal ein gutes Ergebnis. Eine Mascara von mir, ein Liebling. Ich werde auch so Oldtime-Favoriten reinmachen, die ich mir auf jeden Fall nachkaufen werde. Wenn ich bis dato nichts Besseres finde oder nichts entdecke Neues, werde ich mir das hier auf jeden Fall nachkaufen. Vor allen Dingen für den Sommer dann. Das sind so Neuentdeckungen, auch alte Sachen, die ich schon ständig nachgekauft habe. Ich glaube, das ist sehr interessant, solche Videos. Und zwar handelt sich das um die Your Better Work Mascara von Essence. Das ist dieses hier. Und das ist ihr Bürstchen. Ich dachte erst, oh nee, mega der Schrott. Aber es ist ein Gummibürstchen. Ich bin kein Favorit von Bürstchen. So Gummibürstchen, weil ich finde einfach, sie sind oftmals, ja, sie trennen die Wimpern, aber sie trennen sie so, dass man eigentlich gar nicht sieht, dass man Wimpern hat. Also bräuchte ich eigentlich keine Mascara zu benutzen oder könnte auch eine von Alverde eine benutzen. Die macht genauso wenig für mich, für meine Bedürfnisse und die macht wirklich was. Also ich hoffe, ihr erkennt das. Macht auf jeden Fall richtig ordentlich was. Die flog gerade. Und ich finde, sie krümelt überhaupt nicht und stempelt sich überhaupt nicht ab. Ich hatte letztes Mal auch Creme unterm Auge und ich hatte nichts damit. Also, Niki Schatz, du kannst dir sie auf jeden Fall angucken. Sie ist nicht so wie die normalen, wasserfesten Mascara, die man dann auch am Abend nicht abkriegt. Das finde ich nicht. Sie geht wirklich gut ab, aber sie geht auch... sie hält oben. Also man sieht sie ganz deutlich und sie trennt nicht zu viel, nicht zu wenig. Das ist ja auch meistens den Leuten wichtig, dass sie genug macht. Und ich finde, sie macht wirklich einiges. Und ja, würde ich auf jeden Fall allen möglichen Leuten empfehlen, die eine wasserfeste... Ich glaube, meine Mutter habe ich die auch gekauft. Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube, Mutti hat sie sich selber gekauft, aber ihr habe ich die empfohlen, weil sie arbeitet und schwitzt auch. Und dann habe ich gedacht, Mama, das ist was. Ja, ich hoffe, ihr könnt ganz gut den Look nachvollziehen, der jetzt so entstanden ist. Dieses Kürbisfarbende und dieses Herbstige, ich finde es eigentlich ganz, ganz toll. Und dieses etwas, entschuldigt, etwas Grünliche und, oh ja... Parfüm so ein bisschen. Ach, 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 ach. So, kommen wir zu den Lippenstiften. Wenn ich sowas trage, kann ich mir natürlich einen dunklen vorstellen. Zum Beispiel die 886 von Maybelline. Kann ich mir auch vorstellen, ist aber nicht so ganz optimal. Zum Beispiel habe ich hier einen von, ich mache mir einen Lipliner mal drauf. Der ist jetzt von P2 und heißt Shy Girl, glaube ich. Man kann es aber auch nicht mehr erkennen. Irgendwas mit Girl. Ich finde persönlich, ist ein bisschen zu rosa dann. Aber gut. Wir können mal gucken, was wir noch da haben. Am besten würde sowas dunkel, sowas hier richtig gut passen. Der ist jetzt von BH Cosmetics. Ich mache mal das von Maybelline ab. Ich finde nicht, dass es gut passt. Das hier wäre so ein dunkelrot. Also violett, aber fast schon schwarz und ich feiere das, ja. Ich mag auch schwarze Lippenstifte, weil einfach, dass sie irgendwie cool aussehen. Ich finde aber auch, der Nudie, den habe ich mal von der Melanie abgekauft. Der ist so, so schön. Das ist Buttercup von Jarrat Cosmetics. Oder, gucken wir mal, was wir so in der Sammlung noch haben. Ich hätte sie alle mal umdrehen sollen. Ah, genau. Von Manhattan habe ich tatsächlich was Orangenes.
den ich auch sehr, sehr schön finde. Ich meine, man kann in der Farbfamilie bleiben, ne? Den hier. Ich trage euch den Buttercup mal auf. Das ist der hier. Der ist sehr, sehr pflegend und sehr creamy. Und das ist der hier. Der hat so einen leichten rosa Stich, passt aber trotzdem sehr gut. Und der Orangene, den ich aber auch im Sommer liebe. Der ist auch sehr grillig. Das ist die Farbnummer 34T. Und das ist die Farbe. Und ich finde alle drei Kombinationen, ich zeige euch das gleich mit der dunklen Lippe, passend sehr gut zu so einem orangigen, grünlichen, bräunlichen ja, Augen-Make-up gut zusammen. Mir war das ein bisschen zu viel Geschmiere, muss ich sagen. Ich würde das auf jeden Fall einmal so abstempeln, weil es einfach mir zu cremig ist. Es rutscht dann in die Fältchen. Das finde ich auch ganz, ganz schön. Also, mir gefällt der Look. Ja, ich bin total begeistert von der Palette, weil ich schon was anderes hatte, ne? Das mir nicht so gut gefallen hat. Ich versuche jetzt mal die andere Geschichte da aufzutragen. Die von BH Cosmetics. Einmal hatte ich den tatsächlich benutzt draußen. Und ich wurde aber auch von meinen Schwiegereltern auch angeguckt, ne? Liquid Lipstick. Ich finde, mir steht tatsächlich auch so. Und ich finde, die Zähne leuchten einfach strahlend aus. Und die Haut, die Zahnfleischhaut, sieht so rosé aus. Und der wird tatsächlich so etwas matter. Habe ich relativ gut aufgetragen gekriegt für meine Verhältnisse. So, das ist zum Beispiel Seduction von BH Cosmetics. Vielleicht ist der von Love und Hattie in der Farbe Berlin, glaube ich. Sowas in der Art. Den fand ich auch cool. Aber ich trage es halt echt so selten und einer reicht da vollkommen aus. Und ich finde einfach, dass das richtig herzig ist. Wenn man dann so richtig Schal drumherum hat und richtig, richtig süß eigentlich. Dieses eingekuschelte, ich liebe Schals. Ich habe ganz, ganz viele. Ich habe schon viele aussortiert. Aber das wären so meine